Howdy Filmfans, herzlich willkommen zu einer weiteren Review und ihr könnt es ja rechts und links von mir schon sehen, es geht um die glorreichen Sieben, in denen diese coolen Herren hier neben mir die Hauptrolle spielen. Also, let's check it out! Auf der Suche nach Gold terrorisiert Geschäftsmann Bo eine Kleinstadt und droht jeden Bürger zu töten, wenn sie ihm nicht ihr Land verkauft. Emma Cullen stößt bei ihrer Suche nach Hilfe auf sieben der gefürchtetsten Outlaws, die den Karren aus dem Dreck ziehen sollen. Doch Bo hat eine riesige Armee hinter sich und so müssen die glorreichen Sieben ihr ganzes Können aufbringen, um die Kleinstadt zurückzuerobern. Was Regisseur Antoine Fuqua schon mal richtig geil gemacht hat, ist einfach die komplette Aufmachung des Films. Direkt ab der ersten Minute hat man wieder das Gefühl, in die alten Wild West Zeiten zurückversetzt worden zu sein. Die Musik ist stimmig, es gibt schön weitläufige Kameraaufnahmen, wo geritten wird und alles mögliche, was so zu einem ordentlichen Western gehört. Natürlich gibt es auch, wie sollte es anders sein, sehr, sehr viele Western-Klischees zu bestaunen und man könnte sich im Grunde vor dem Film eine Liste anfertigen, die man dann während des Films nach und nach abhakt. Mit Kautabak durch die Gegend spucken, check. Cool mit dem Revolver herumfuchteln, check. Pferdestanz, check. Karten spielen und trinken im Saloon, check. Und noch viele weitere Sachen, die sicherlich auf der Liste stehen, die ich jetzt euch aber alle nicht nennen möchte. Eigentlich finde ich das ja blöd, wenn so viele Klischees in einem Film bedient werden, aber hier passt es einfach und es wurde ziemlich gut umgesetzt und das hat mir gefallen. Was mir da schon weniger zugesagt hat, ist die komplette Story des Films. Eigentlich ist es ja schon ein Kunstwerk, diese Söldner anheuern, um meine Stadt zurückzuerobern Geschichte in einen Film reinzumachen, der 2 Stunden 10 Minuten dauert. Leider ergeben sich dadurch natürlich ein paar Längen, weil es gibt eben nicht so viele Facetten in so einer Geschichte, die man erzählen kann, beziehungsweise vielleicht könnte man sie einbringen, das hat man bei Die glorreichen Sieben aber nicht gemacht. Der Film läuft also einfach von Schema F von Anfang bis Ende ab, ohne dass irgendwelche interessanten Twists oder sowas entstehen, also man erlebt nicht gerade sehr viel Spannung im Film. Auch die Schauspieler hätten sich meiner Meinung nach etwas mehr anstrengen können, zumindest die meisten von ihnen. Denzel Washington hier neben mir zum Beispiel ist die Hauptfigur, aber seine Leistung ist eher so Mittelmaß und hätte man definitiv mehr rausmachen können. Regisseur Antoine Fuqua wollte ihn im Grunde ja auch nur auf einem Pferd sehen. Bei Chris Pratt und Ethan Hawke auf dieser Seite von mir ist die Leistung ebenfalls eher mittelmäßig, wobei Chris Pratt sich noch ziemlich anstrengt und Ethan Hawke, boah, der ist schon fast verschenkt. Wer mir dafür richtig gut gefallen hat, ist auf dieser Seite zwischen Chris Pratt und Ethan Hawke Vincent D'Onofrio als gottesfürchtiger Trapper. Er hat seine Rolle sehr überzeugend gemacht und bietet mehrere Facetten in seinem Spiel. Man hat ja schon bei Daredevil gesehen, dass er den Kingpin ziemlich gut spielt und bei Law & Order hat er auch eine relativ gute Rolle eingenommen und hier geht das immer eben weiter. Und das fand ich ziemlich cool. Wenn ihr also auf geradlinige, aber dafür optisch, musikalisch und damit retromäßig sehr gut gemachte Western steht, dann sind die glorreichen Sieben definitiv was für euch. Jetzt wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit die glorreichen Sieben im Kino oder auf Blu-ray. Schreibt mir gerne einen Kommentar unter das Video und vergesst nicht gratis meinen Channel zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!